Hey, herzlich willkommen, lieber Nanja. Aller Anfang ist schwer und wir wissen, wenn du noch nie Yoga gemacht hast, dann bist du ein bisschen verloren in den normalen offenen Stunden, weil alle anderen wissen, worum es geht, alle anderen kennen die Basics und du musst ständig schauen, was die anderen machen und das ist total mühsam. Viel besser ist es, wenn du dir Zeit nimmst, um deinen Anfängergeist auch wirklich zu zelebrieren. Und wo kann man das besser machen als bei uns im Anfängerkurs? Der Anfängerkurs dauert nur 5 Wochen und in diesen 5 Wochen kriegst du die Basics mit. In den Einheiten werden dir vermittelt die Grundbegriffe der Praxis, die Grundpositionen, die nahezu in jeder Yogastunde mal vorkommen und wie so eine Yogastunde abläuft. Dafür kriegst du auch ein Gespür. So unsere Empfehlung, wenn du noch nie Yoga gemacht hast, starte damit. Du kannst dann weitermachen bei uns in den offenen Einheiten. Es gibt in den offenen Einheiten sogenannte Basic-Einheiten, die empfehlen wir für den Einstieg. Und dann gibt es noch die Open-Einheiten, das ist ein Open-Level, das heißt, das ist für alle Level offen. Allerdings empfehlen wir zu Beginn mit Basic zu starten. Im Basic, zum Unterschied zum Open, sind die Asanas, die Yoga-Positionen, die wir ausführen, einfacher. Es ist ähnlich anstrengend, da ist nicht unbedingt ein Unterschied, aber die Komplexität der Yoga-Positionen, die wir durchführen, die wir ausführen in den Einheiten, unterscheidet sich. Wie kannst du das machen? Es gibt viele Wege. Du kannst zu uns ins Studio kommen oder du kannst in den Stunden auch einfach online dabei sein oder du kannst dir Videos in unserer Videothek anschauen. So, das Spektrum ist groß. Wie kannst du das Ganze bezahlen? Das ist auch ganz leicht. Auf der einen Seite haben wir natürlich Mitgliedsverträge, sogenannte Memberships. Und da kannst du dir, wie du möchtest, einfach ein Membership nehmen, das einen Monat vielleicht dauert oder ein Jahr dauert. Je nachdem, welches du da hier wählst, wird es günstiger. Ne? Je länger du dich verpflichtest, bei uns mitzumachen, desto günstiger ist es. Wenn du aber sagst, nein, ich mag nur einen Monat ausprobieren, ist das genauso fein, dann nimm die monatliche Karte. Aber natürlich kannst du auch sagen, nein, ich mag das mit den Verpflichtungen so gar nicht, ich nehme lieber nur ein paar Punkte. Und ein Punkt bei uns ist 1 Minute wert von einer Live-Session oder ein halber Punkt ist 1 Minute einer Recorded Session, also einer bereits voraufgenommenen Yoga-Einheit. Du kannst 100 Punkte kaufen, du kannst 15 Punkte kaufen, du kannst 1000 Punkte kaufen. Also hier haben wir ganz viele Packages für dich, wo du dich selbst entscheiden kannst, für wie viele Packages du dich entscheidest, wie viele Punkte du dich entscheidest. Und natürlich gibt es auch Testkarten. Es gibt eine einmalige Testkarte, aber es gibt auch ein ganzes Monat, das du testen kannst bei uns zu einem sehr günstigen Preis, wo du alles inkludiert hast über die Videothek, über die Online-Stunden, über die Videos, die du auch im Stundenplan findest, genauso wie die Stunden hier im Studio. Ich glaube, das ist ein Riesenpaket, das wir anbieten hier für dich. Und wir freuen uns, wenn du vorbeikommst und dir unsere Yoga-Einheiten einfach mal anschaust. Und wir freuen uns sehr, wenn du das machst. Für Fragen und Wünsche kannst du uns gerne jederzeit anrufen. Wir stehen dir mit Rat und Tat zur Verfügung. Dankeschön.